Hallo und herzlich willkommen wieder bei Klopfen in Kiel. Ich bin Frauke Möbius, EFT-Practitioner, Anwenderin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach. Und heute geht es mir um ein Thema, was mir gerade neulich erst wieder begegnet ist, aber was nicht ganz unvertraut ist. Warum schreiben Menschen nicht, die gerne schreiben würden? Gibt es viele Gründe. Ich treffe mal wieder neue, aber einer hat sich gerade in den Vordergrund geschoben und das ist, weil sie aus irgendeinem Grund glauben, dass sie es nicht dürfen, dass sie es nicht verdient haben, dass sie nicht gut genug sind. Das sind oberflächliche Gefühle und darunter liegt die Idee oder die Vorstellung oder der Glaubenssatz, sie nicht. Alle anderen dürfen schreiben. Aber sie dürfen aus irgendeinem Grunde nicht. Und ich werde bestimmt noch im Einzelnen darauf eingehen, was da noch alles dahinter liegen kann. Familiensystem, andere Glaubenssätze. Aber manchmal reicht schon eine einfache Erlaubnis. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen blöd. Das liegt aber daran, dass wir diese Glaubenssätze als Kinder entwickeln. Relativ kleine Kinder schon. Und da kann der Lehrer in der Schule gesagt haben, ach komm, du schaffst das nicht. Du hast kein Talent, du bist nicht gut genug, du wirst nie Autorin sein. Und schon setzt sich das in unserem Gehirn fest. Auch das kenne ich aus verschiedenen Szenarien. Und man braucht dann viel Mühe, um diese frühe Prägung wieder loszuwerden. Dahinter liegt einfach die Tatsache, dass diese Äußerungen häufig von Respektspersonen kommen, von Experten. Und so ist womöglich der Deutschlehrer der Experte gewesen, der gesagt hat, also komm, du aus dir, vergiss es mit dem Schreiben, du kannst das nicht. Oder der Mathelehrer, das ist dann aber ein anderes Thema. Habe ich auch schon so oft gehört, wenn Mathelehrer oder einfach grundsätzlich, wenn Lehrer Kindern signalisieren, sie sind untalentiert und nicht gut genug. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist im Prinzip mentale Körperverletzung. Weil sie Kinder daran hindern, sich voll zu entfalten, auch später als Erwachsene. Diese Dinge brennen sich ein. Und deswegen ist es in diesem Falle, diese Dinge brennen sich halt irgendwie ein in unser kindliches Bewusstsein und setzen sich fest als Regel. Und dann kommt einfach am Ende raus, alle anderen können wunderbar Autoren sein, aber du nicht. Und manchmal hilft dann tatsächlich eine einfache Glaubrunde, habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, eine einfache Glaubrunde wirklich sich selbst die Erlaubnis geben. Und da habe ich gerade vor ein paar Wochen schon mal drüber geschrieben, sich selbst die Erlaubnis zu geben, dass Dinge besser werden können. In diesem Falle machen wir es einfach ein bisschen konkreter. Sich selbst die Erlaubnis zu geben, ja, ich darf Autorin sein. Und selbst wenn ich als Hobby-Autorin anfange und einfach nur schreibe, was mir im Kopf rumspukt, ist es immer noch besser, als sich hinzustellen und zu sagen, ich darf ja nicht. Selbst wenn es nicht gut ist. Ist doch Wurst. Wir müssen alle üben. Schreiben ist auch ein Handwerk. Natürlich gehört Talent dazu und Fantasie und eine gewisse Liebe für die Sprache. Aber ganz viel davon ist auch einfach Handwerk. Richtig, echtes Handwerk, was man üben muss. Und wenn Sie sich einmal die Erlaubnis gegeben haben, zu sagen, ja, ich darf das jetzt. Auch ich darf meine Geschichten aufschreiben oder ich darf meine Sachbücher, mein Wissen in schriftlicher Form weitergeben. Mehr ist es doch gar nicht. Ich darf erzählen. Wir Menschen haben, davon bin ich überzeugt, wir haben eine Art Erzählgen. Es ist Teil unserer Menschlichkeit, Geschichten zu erzählen. Und die dienen halt entweder zur Unterhaltung, sie dienen aber auch dazu, Wissen zu transportieren. Ich meine, in der Steinzeit gab es noch keine Schrift. Da hat man sich wirklich die Geschichten erzählt, um Wissen weiterzugeben. Da war das ganz enorm wichtig. Und was ist toller als eine Geschichte, die sowohl fesselnd ist, als auch
wichtige Informationen weiterreicht. Ich hab so viel aus Geschichten gelernt schon. Und natürlich ist das immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber wenn jemand seine Arbeit richtig macht als Autor und eine Geschichte gut recherchiert, dann können da Fakten drin stecken, die halt stimmen, die richtig sind und wo man einfach noch viel lernen kann. Und diesen Spaß, diese Freude am Geschichten erzählen, am Schreiben, am Kreativsein im Prinzip, die möchte ich Ihnen jetzt hier auch ganz explizit erlauben. Manchmal hilft das schon. Sie haben die Erlaubnis zu schreiben. Sie haben die Erlaubnis, Autorin oder Autor zu sein. Und wenn das sich jetzt noch ein bisschen komisch anhört, ne, dann legen Sie noch eine Klopfrunde oder drei oben drauf. Geben sich die Erlaubnis. Lassen Sie diesen blöden Lehrer aus der Grundschule, falls das die Ursache ist, in der Geschichte sein. Es ist passiert, aber es ist auch vorbei und es ist nicht wahr. Sie dürfen schreiben. Und falls Sie dazu Fragen haben, Kommentare haben, da unten gibt es ein Kommentarfeld. Ja, ich speichere dann Ihre IP-Adresse und Ihre E-Mail-Adresse und wenn Sie wollen, kann ich es auch wieder löschen. DSGVO reicht als Stichwort. Und wenn Sie Anregungen haben oder was wissen wollen, ebenfalls gerne einen Kommentar oder schicken Sie eine Mail. Ich habe auch eine Mailadresse da, wo Sie mich erreichen können. Ich bin immer dankbar für Rückmeldungen und ich wünsche Ihnen vor allen Dingen jetzt richtig viel Spaß am Schreiben. Bis nächste Woche.